entkommen! Zur Seite! Rasch! Du wirst mir nicht entkommen! Ich tu's gerade. Königreich. Das Merkwürdige ist wie nach. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach. Nee, ich muss woanders. Ja, aber wo? Königreich? Was ist Königreich? Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg, bevor... Das wird ein richtig langer Weg. Aber ein richtig langer. Naja. Na? Boom. Ziemlich lang, finde ich. Ja, schon mehr als die. Jetzt müssen wir nach rechts, okay. Braves Pferdchen, ey. Pferdchen bietet gute... macht gute Arbeit, ey. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Haltet den Assassinen! Na, langsam reicht's aber. Es sind zu viele... Gegnerwellen hier. Ah, die haben mich gar nicht entdeckt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Einmal schon habt ihr ihn mehr. Ah, warte. Da. Jetzt haben sie mich entdeckt. Assassine! Assassine! Ja, wir wissen's. Also so langsam wissen wir, was für ein Hauptberuf Alter hier ist, ne? Aber egal. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Nochmal 400 Meter.
Ach, gehen wir direkt zum Attentatsziel? Das gefällt mir. Hä? Was war das denn? Sind wir hier mitten in einem Krieg? Aber da komme ich jetzt nicht lang. Ach, mit dem Pferd komme ich da nicht lang. Sag das doch gleich. Na komm, ich komme sogar extra runter. Und ist es nicht auch ein bisschen übertrieben, dass das ein bisschen viel ist? Das Lacken kommt jetzt vom Spiel, ne? Ja, tut er das? Anscheinend kann ich euch ja trotzdem alle erledigen. Komm. Ich mag euch nicht. Oh, gut gemacht. Wir sind hier mitten im Krieg. Hey, was soll denn der Scheiß? Auch ernsthaft. Nice, der gibt hier einen Volltreffer nach dem anderen. Mann, die weichen, machen immer diesen Zurückweichungssprung. Ja, das nervt wirklich nach einer Zeit. Und er killt die auch nicht. Na, geht doch. Wie viele kommen denn noch? Guck mal, wie viele wir haben, schon da umgebracht haben. Okay Leute, wir brauchen erstmal eine kurze Pause. Alter, wie viele waren das denn jetzt? Ey, Alter. Das müssen mindestens
Ja, schon ein paar sein. Bleiben die eigentlich liegen? Also sind auf jeden Fall... Weil ja, die Waldfeder sind richtig viele. Ich gehe erst vor, wenn ich aufgeladen bin. Ich gehe doch da nicht nochmal in diesen Scheiß da rein. Wir haben Glück, dass einige gepennt haben und wir sie somit sehr schnell ausschalten konnten. Aber dann gab es da einige wirklich, die immer diesen Drecksabwehrwurf da gemacht haben. Okay, wir sind bald da. Bei Robert de Sable oder so. Auf jeden Fall Richtung Attentatsziel. Aber ich bezweifle, dass der da irgendwie einfach so rumsteht. Ich glaub's irgendwie nicht. Aber wir sind hier auf jeden Fall... Also wir müssten doch hier mitten auf dem Schlachtfeld sein, ne? Ah cool, wir sind voll aufgeladen. Also theoretisch müssen wir doch voll auf dem Schlachtfeld gerade sein. Checkpoint erreicht, das ist doch nett. Ah, das ist nicht gut. Ich muss gegen die wohl kämpfen. Meinst du? Ja, war ja klar. Der ist tot. Der auch. Naja, ich habe gerade ganz viele von euch erledigt. Aber nicht von euch, sondern von den anderen Pennern. Die waren alle schon... Waren alle scheiß genug. Ach, ja, den konnte ich nicht abwehren. Das ist Spezialangriff oder so. Okay. Das nervt, wenn ihr alle diesen scheiß Zurücksprung macht. Gut, nur noch wir beiden, mein Freund. Ich habe eigentlich nicht vor zu sterben. So. Irgendwo Bogenschützen. Ich meine, ich hätte gerade Bogenschützen gehört, ey. Darunter muss ich. Aber wir warten wieder. Wie gesagt, Leute, da lasse ich mir wirklich Zeit für. Für sowas. Puh, joi, joi, joi. Aber ich denke mal, wir werden hier noch einmal kämpfen müssen. Oder vielleicht, nee, ich denke mal, wir müssten direkt zu unserem Attentatsziel kommen. Was für mich perfekt wäre. Ich kann mich umdrehen, yay. Ich renne jetzt einfach im Kreis. Ne, will auch nicht. Kreis drehen, yay, yay. Ja gut, Spaß beiseite. Schon wieder so viele Soldaten erledigt, ey. Ja gut, aber gerade weniger als gerade. So, wir sind bereit. Nächste Trachtprüge. Guck mal, wie viele das sind. Wie soll ich die denn bitte schon töten? Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Staat. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter?
Robert de Sable. Ein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zieht blank, Assassin.